Hier liegen sie nämlich, die Antriebsteile. Da ist eins. Und hier irgendwo. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Ich habe die Zeit zwischen dieser und der letzten Folge mal genutzt und habe hier noch ein paar Schränke aufgebaut und habe jetzt hier auch mal die Ressourcen eingeordnet. Also die Logik ist folgende. Hier rechts befinden sich jetzt die natürlichen Ressourcen und auch die Items, die ich so finde. Hier ist der Titanschrank, hier befindet sich der Quarzschrank, hier befindet sich der Silberschrank, hier befindet sich der Goldschrank, hier befindet sich der Lithium-Schrank und ja, da werden jetzt hier auch noch ein paar Schränke dazukommen demnächst, denke ich mal, weil wir haben ja noch ein paar mehr Ressourcen. Es ist etwas Witziges passiert, was heißt witzig, eigentlich ist das gar nicht so witzig, eigentlich war das ziemlich doof. Mir ist eine Aufnahme abgehaucht und zwar habe ich nach dieser letzten Aufnahme, die ich da letztens gemacht habe, also nach der letzten Folge, noch genau 8 Folgen aufgenommen, bei denen allerdings der Ingame-Sound nicht aufgenommen wurde. Oh, jetzt muss ich ja erstmal die Seemotte reparieren. Der Ingame-Sound wurde nicht aufgenommen und das war da 8 Folgen betroffen, weil ich die am Stück aufgenommen habe. Da hat OBS irgendeinen Fehler produziert. Das heißt, diese Folgen musste ich verwerfen. Jetzt werden einige fragen, Moment mal, wie kann das denn sein, dass du wieder an derselben Stelle weitermachst? Ich hatte zum Glück durch eine Fügung glücklicher Umstände zur gleichen Zeit den Spielstand kopiert. Und zwar habe ich nämlich diesen Trick gemacht mit dem Cache löschen, also mit dem in dem Spielordner, in der Spiel-Save-Datei-Ordner, diesen Unterordner mit den Caches löschen, der dafür verantwortlich ist, dass das so ruckelt, wenn man spielt. Ja, also für diese Ruckler, die ich hier habe. Und das war der Grund, weshalb ich einen Backup-Save gemacht habe, weil ich natürlich nicht genau wusste, wie sich das vielleicht noch auswirkt oder ob das irgendwelche negativen Auswirkungen hatte. Habe ich vorher den Save-Ordner kopiert und konnte dann glücklicherweise jetzt diesen Save-Ordner wieder zurückspielen, den ich kopiert hatte. Zum Glück. Ja, weil wenn das nämlich nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich das nicht vorher gemacht. Dann hätte ich jetzt das nicht nochmal einspielen können. Dann hättet ihr Folgen gehabt ohne Ingame-Sound. Ja. Also da wäre Ingame, also meine Stimme wäre schon aufgenommen worden, weil ich das immer separat mache mit einem anderen Programm, mit Audacity. Aber alles, was halt mit OBS-Sound mäßig aufgenommen worden wäre, das wäre gar nicht drin gewesen. Das heißt, ihr hättet quasi so semi-stumme Folgen gehabt. Boah, ey, das, wo ich das gesehen habe, ne, wo ich das in ins Schnittprogramm reingezogen habe, die Folgen, wo ich gesehen habe, dass das nur eine Flatline ist, habe ich mir so gedacht, alter Schwede, das ist jetzt nicht wahr. Ich habe jetzt nicht wirklich 3 Stunden aufgenommen und das ist jetzt nicht wirklich alles für die Tonne. Ja? Unglaublich, ey. Und ja, aber ich bin froh, dass es jetzt wenigstens noch so möglich ist, dass ich es nochmal dahin spiele. Ihr habt im Endeffekt eigentlich auch gar nicht so viel verpasst. Was ich gemacht hatte oder was ich geschafft hatte, war tatsächlich, ich hatte den Zyklopen gebaut und bin mit dem Zyklopen, hab den auch so weit ausgebaut, dass ich alle Upgrade-Module, die so wichtig sind, also zum Beispiel die Feuerlöschanlage oder den Schild und so, dass ich das alles gebaut hatte. Das hatte ich alles in diesen 6 Folgen geschafft. Ja, aber sonst eigentlich nichts. Ansonsten habt ihr eigentlich viel zielloses Rumgefahre verpasst, weil ich auch nicht genau wusste, wo ich eigentlich hin muss, um den Zyklopen überhaupt erstmal freizuschalten. Jetzt weiß ich das aber, so ungefähr zumindest. Und wir müssen tatsächlich fahren zu den schwebenden Inseln. Also da gibt es ja so schwebende Felsen, so große im Wasser, die so von riesigen Exemplaren von diesen Schwebern in der Schwebe gehalten werden sozusagen. Und da müssen wir hin. Und da gibt es nämlich die Teile zum Freischalten. Also so zum Beispiel die Antriebsteile für den Zyklopen. Und die habe ich nämlich ewig gesucht. Ich bin hier ewig in der Bulb-Zone und in diesem Pilzbiom rumgeeiert und habe das ewig nicht gefunden, die Teile. Und ja, dann ist mir eingefallen, hey, Moment mal, das war ganz woanders. Und ja, das war auch ganz woanders. Das war nämlich in dieser Schweberzone. Jetzt muss ich nochmal, also ich muss es jetzt natürlich erstmal wiederfinden, ne, diese Schweberzone. Ich glaube, hier hinten ist schon auch direkt der Void. Und ich wähle mal direkt das Perimeter-Verteidigungssystem aus. Damit, falls jetzt hier irgendwas schief geht, falls hier irgendwas kommt, irgendwas gefährlich. Ne, Moment mal, hier ist Bloodkelp. Das ist der Zugang zur Bloodkelp-Zone. Und damit auch ein Zugang zum Lost River. Ich glaube, das ist der mit dem Zyklopen leichter erreichbare Lost River-Zugang, den wir hier haben. Da muss ich mich jetzt tatsächlich hier eher ein bisschen rechts halten, glaube ich. Ich glaube, hier hinten müsste es gleich auftauchen irgendwo, wenn das jetzt hier nicht der Void ist. Okay, nee, da unten ist Bloodkelp. Ich meine aber, das müsste hier irgendwo sein.
Oder ist das hier die Insel? Das ist die Insel, oder? Mit der Quarantänekanone? Bin mir gerade nicht sicher. Muss mal auftauchen. Ah, nee, Moment. Ha, ich bin an der ganz falschen Ecke gelandet, glaube ich. Nee, ich muss jetzt hier lang. Muss jetzt vor allem aufpassen, dass ich nicht in den Reaper reinrausche. Ah, nee, Moment. Hier, genau. Hier ist das Wrack, was ich gesucht habe. Also, das ist jetzt eine neue Rekordzeit. Ja, beim letzten Mal in der Aufnahme, die ich jetzt weggeschmissen habe, habe ich 20 Minuten gebraucht. Also eine komplette Folge, in der ich nichts gefunden habe. So, und der Trick ist jetzt nämlich, hier liegen sie nämlich, die Antriebsteile. Da ist eins. Und hier irgendwo müssten eigentlich noch welche sein. Da ist auf jeden Fall auch noch ein Zyklopteil. Irgendwo hier um dieses Wrack rum verstreut liegen die. Wir scannen jetzt erstmal die, die wir jetzt hier schon gefunden haben, die zwei. Oder das da erstmal. So, das scannen wir jetzt. Habe ich quasi... Im Grunde ist es eigentlich nur positiv, dass das passiert ist mit dem Ingame-Sound. Weil so kommen wir schneller zum Zyklopen. Wahrscheinlich um zwei, drei Folgen schneller. Und ja, ich verschwimme mich nicht so häufig. Und hier müssen wir auch nochmal ganz dringend rein in das Wrack. Da gibt es, glaube ich, auch noch eine Sache, die wichtig ist. Nicht für einen Zyklopen, aber ich glaube, da gab es die Schubkanone für den Krebsanzug. So, jetzt haben wir zwei Teile. Ein Teil brauchen wir noch. Und das lag da auch irgendwo. Wartet mal, hier ist ja noch eine Kiste. Die habe ich jetzt total übersehen hier. Nährstoffblöcke. Und wir müssen auf dem Rückweg noch ganz viele Schrottteile mitnehmen. Weil wir natürlich den Zyklopen auch erstmal bauen müssen. Und wir brauchen dafür dreimal Plastahl. Und das ist natürlich gar nicht mal so wenig. So, jetzt muss ich noch... Da liegt noch ein Zyklopteil. Das hier vorne. Muss ich noch ein bisschen aufpassen wegen den... Ja, genau, wegen den Heinis, die mich hier wieder wegschnecken wollen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Jawoll, Zyklop freigeschaltet. Ey, hört ihr mal auf hier. Wie sie aggro sind hier schon wieder, die Schweinchen. Die kleinen Miesen. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch rein. Hier gibt es noch das ein oder andere Teil. Ja, da erspare ich euch jetzt quasi durch diesen Aufnahmefail, erspare ich euch quasi sinnloses Rumgeschwimme. Sinnloses, zielloses Umherirren. Und ich glaube, das ist so in eurem Interesse auch. Deswegen ist das für euch gar nicht so schlecht. Für mich ist es natürlich doof, weil ich habe 3 Stunden umsonst aufgenommen. Also das hat mich wirklich richtig geärgert. Au! Oh, du kleines Schweinchen, du mieses. Kann ja wohl nicht wahr sein. Habt ihr das gesehen? Diese miese Hinterhältige-Attacke hier. Ich muss da rein in diese Tür. Der soll mal hier chillen. Mach auf. Los, mach. Und rein. Oh, ein Medkit. Das kommt gerade sehr gelegen, wenn ich das mal sagen darf. Wir nehmen mal hier die Lampe. Denn hier gab es jetzt einige Sachen. Kann ich mich erinnern. Müssen wir mal hier durch. Genau, hier gab es einmal Technologie. Das war, glaube ich, auch irgendwas für den Zyklopen, oder? Nee, Schwimmflossen mit Ladefunktion. Na gut, das war jetzt relativ sinnlos eigentlich. Genau, hier müssen wir aufschneiden. Da müssen wir mal wieder den Aufschneider machen. Und da lade ich gleich mal die Batterie nach, denn die ist mir nämlich tatsächlich in der Session ausgegangen. Als ich das hier aufgeschnitten habe beim letzten Mal, da sind mir die 15% nicht genug gewesen zum Aufschneiden. Deswegen habe ich den Akku gleich gewechselt. Alle, die sich jetzt vielleicht fragen, warum ich das jetzt gleich gemacht habe. Ja, ich habe quasi, das ist witzig, ich bin quasi in die Zukunft gereist und habe gesehen, was passieren wird. Und bin mit meinem DeLorean wieder zurückgereist danach. Nachdem ich gesehen habe, was so passiert. Und mache es jetzt richtig. Ja. Ich habe übrigens auch einen Sportalmanach mitgebracht. Aus dem Jahre 2050. Und rechnet schon mal damit, dass demnächst jemand ganz viele Wetten überraschend richtig lösen wird. Ja. Dass Deutschland eine Silbermedaille im Eishockey gewinnen würde bei den Olympischen Spielen, habe ich übrigens jetzt auch schon gewusst. Ja. So ein DeLorean ist was Feines, kann ich noch sagen. Ist richtig geil. Nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Muss noch mal kurz atmen. Einige werden jetzt wieder sagen, du bist wieder übervorsichtig. Ich sag's mal so, in der Zukunft bin ich nicht gestorben. So viel kann ich schon mal sagen, ja? Also, das war nicht irgendwie was Gefährliches passiert oder so.
Ich war mit meiner Übervorsicht auch in der Zukunft sehr gut gefahren, wenn ich das mal sagen darf. Genau, hier gab es einen Krebsanzug, einen halben. Und hier hatte ich auch ziemlich viel, weil ich diese ganzen Sachen, die hier schon fertig gescannt waren, die wir schon hatten, weil ich die gescannt habe, habe ich auch sehr viel Zeug bekommen. Also sehr viel... Na, wie heißt es? Titan. Genau, hier auch nochmal. Das nehmen wir alles mit, da das Titan brauchen wir. Das ist ganz wichtig. So, dann gehen wir hier nochmal durch. Aber ich glaube, hier war gar nicht so viel tatsächlich. Hier war nur so ein Zwischengang. Da hätte man jetzt hier diesen, das Flutlicht und so. Und die Bänke hätte man jetzt hier auch noch scannen können. Genau, dann gab es hier einen Durchgang. Und da ist ein Ausgang da hinten. Genau, da hinten ist ein Ausgang. Den brauchen wir gar nicht aufmachen. Das ist Quatsch. Das kann ich nicht scannen. Da könnte ich jetzt raus. Wenn ich jetzt irgendwie Sauerstoffprobleme hätte oder so. Ansonsten gibt es hier nichts. Und euch wird vielleicht auch auffallen, dass die Performance vom Spiel ein kleines bisschen besser geworden ist. Das liegt natürlich daran, dass ich die Cache-Sachen gelöscht habe. Genau, das ist nur so eine Anleitung. Alles gut. Okay, dann gehen wir wieder raus. Da haben wir hier alles. Alles Wichtige. Und dann können wir eigentlich hier... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, können wir hier eigentlich auch wieder abdampfen? Da haben wir hier alles. Genau, wir haben jetzt für den Krebsanzug, ne, beziehungsweise, was erzähle ich denn, für den Zyklopen, haben wir jetzt eigentlich alles bekommen. Und das, ja, Mann, was ist denn hier wieder los, ey? Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie sie mich wieder alle anrempeln. Das sind diese kleinen Fischschwärme hier, die mir immer in den Weg schwimmen. Im Grunde haben wir jetzt das, wofür ich eigentlich 3 Folgen oder so gebraucht habe. In einer Folge geschafft. Und vielleicht schaffen wir es sogar schon, jetzt am Ende noch die Ressourcen so ein bisschen zusammenzukratzen. Für den Zyklopen. Das wäre gar nicht schlecht. Nur eine Sache habe ich nicht, glaube ich, jetzt. Ich glaube, ich habe den Schutzschild noch nicht. Für den Zyklopen. Da lässt mich meine Erinnerung schon wieder ein bisschen im Stich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den schon freigeschaltet hatte oder ob ich den später gefunden hatte, als ich den Zyklopen schon gebaut hatte. Muss übrigens auch hier immer mal ein bisschen gucken nach Pirscherzähnen. Genau, Pirscherzähne. Das ist das nächste, was wir jetzt brauchen. Bevor ich jetzt hier aus diesem Biom rausschwimme, müssen wir uns ganz dringend nach Pirscherzähnen gucken. Hier sind Pirscher. Da hat er auch einen Zahn verloren. Sehr gut. Gleich direkt hinterhergehen. Den nehmen wir uns gleich mal. Und jetzt gucken wir hier unten noch, ob die hier irgendwo Zähne fallen gelassen haben. Das muss ich mitnehmen. Jetzt werden einige sagen, Moment mal, wenn du das jetzt alles mitnimmst, diese Schrottteile, dann verlieren die ja ihre Zähne nicht. Und das ist in gewisser Weise schon richtig. Blei brauchen wir auch. Wo ist die Seemotte jetzt eigentlich? Da oben. Wir müssen das jetzt mal machen hier. Und ich sollte vielleicht auch gleich nochmal... Hat er einen Zahn verloren gerade? Sie greifen auf jeden Fall die Seemotte an, das ist witzig. Braucht Zähne. Braucht Pirscherzähne. Muss mal schnell hier rein. Muss mal schnell hier auf meinen Schlott. Muss ich mal hier das Ding legen. Ja, ey, hört doch mal auf hier. Das ist ja unglaublich. Ihr sollt nicht mich anknabbern, ihr sollt die Metallteile anknabbern. Herrgott nochmal. Ich brauche eure Zähne. Zähne? Hier, der verliert doch bestimmt gleich einen Zahn. Zahn? Zahn? Ja, ja. Versuch mich doch anzuknabbern. Komm doch. Ah ja, hier ist doch ein Zahn, oder? Nee. Das ist nur ein Teil. Ich brauche, glaube ich, mindestens 3 Zähne. Einen habe ich jetzt schon. Das ist auch immer so ein bisschen schwer zu sehen mit den Zähnen. Weil die auf dem Untergrund sich immer so schlecht abheben, finde ich. Ich mache mal in der Zeit hier schon mal diese Knubbel auf. Gold, das brauchen wir leider nicht so dringend. Man, jetzt lass doch mal hier einen Zahn fallen. Ja, nicht mich. Nimm das Metall da, das ist lecker. Hier, Metall schmeckt gut. Ist gut für dich. Und gut für mich. Mh, gut für mich. Mh, gut für dich. Komm. Nimm es. Mann. Jetzt werden sie sich wieder hier gegen ihr Glück. Ich schwimme einfach mal weiter. Die sind hier kaputt, glaube ich. Die wollen nicht. Oder ich muss einfach nochmal mit der Motte gucken. Das Ding ist, das Licht von der Seemotte ist halt auch so übelst grell,
Da sieht man diese Zähne auch teilweise gar nicht, weil die so überstrahlen mit dem Boden zusammen, dass man das gar nicht richtig erkennen kann. Muss man woanders hin. Die wollen hier irgendwie gerade nicht. Die sind nicht in der Stimmung, Zähne zu verlieren. Vielleicht war der Zahnarzt schon hier. Ich bin die Zahnfee sozusagen. Ich klaue ihnen die Zähne. Das wird sehr lustig. So, Moment. Wo sind sie jetzt hier? Da war gerade noch einer. Ah, hier ist schon wieder Ende mit dem Biom. Müssen wir ein bisschen so hier nochmal rein. Da sind Schrottteile. Ah, hier, hier, hier. Oder sind das dieselben? Ich kann es gerade nicht beurteilen. Sind das die gleichen wie gerade eben? Nee. Dann hätte ich ja hier die Knubbel abgefarmt eigentlich. Die Ressourcenknubbel. Ich lasse die mal kurz ein bisschen rumschwimmen. Der hier hat gerade was im Schnabel. Ich sehe leider keine Zähne runterfallen so richtig. Ja, ne. Ich nehme mal hier die andere Lampe noch dazu. Weil mit der Lampe sieht man die Zähne irgendwie ein bisschen besser. Weil die ist ein bisschen dunkler. Die hat so ein bisschen so einen beigefarbenen Ton, wie man so schön sagt. Ah, da. Da sieht man die Zähne besser. Okay, da haben wir das. Ist hier noch irgendwo ein Zahn? Pirscherzahn. Manchmal verlieren sie gar keine Zähne, wenn sie ihre Spirenzchen hier machen. Und manchmal verlieren sie 3, 4 hintereinander. Das ist echt so geil. Das können wir ja aber alles auch mal aufmachen. Das brauchen wir nämlich auch alles noch. Vor allem Kupfer. Das hatte nämlich auch gefehlt in der letzten Session. Ja, ja, ist okay. Ist alles okay, ist alles gut. Macht mal euren Zauber hier. Verliert mal jetzt Zähne hier, kommt. Du da, verlier mal einen Zahn, genau. Los! Ich brauch eure Zähne. Sag mal. Entweder ich bin blind. Wahrscheinlich, also das steht außer Frage, dass ich blind bin. Aber irgendwie sind sie auch nicht in der Stimmung, hier jetzt mal einen Zahn zu verlieren. Ja, 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 ist okay, ist okay. Ich nehme mal, ne? Den Metallschrott jetzt weg. Den brauche ich nämlich auch. Ah, hier ist ein Zahn. Okay. Nein! Moment, Seemotte, 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 Seemotte. Wir haben ja noch Stauraum in der Seemotte. Alles ist gut. Nichts ist verloren. Da packen wir mal das Titan rein. So, und dann gehen wir wieder zurück. Da unten ist der Zahn. Alles ist gut. Den haben wir sicher. Ich habe ihn sicher. Nice. Nice. Okay, meine lieben Freunde. Haben die vielleicht gerade noch einen Zahn verloren irgendwo? Ich meine, so ein Zahn mehr kann natürlich nicht schaden, ne? So an und für sich. Los. Ja, oder? Nee, ach nee, es war ein Fisch. Ist witzig, wie sie... Aua. Wie sie auch versuchen, das alles immer auf einen Haufen zu legen. Ich suche jetzt hier mal noch ein bisschen nach... Oh, Moment, ich muss atmen. Ich suche mal hier noch ein bisschen nach Kupfer jetzt gleich, wo wir eh schon dabei sind. Kupfer wird nämlich auch dringendlichst gebraucht. Wir müssen nämlich ganz viele Mikrochips und so herstellen, auch für die ganzen Upgrade-Module. Für den Zyklopen. Brauchen wir Computerchips. Also keine Kartoffelchips, ja, sondern Computerchips. Sehr gut. Kupfer. Und Kupfer haben wir nämlich, glaube ich, gar nichts mehr. Das alles alle. Silber ist auch gar nicht schlecht, aber da brauchen wir gar nicht so viel. Da haben wir tatsächlich genug. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist noch irgendwas zum Scannen, glaube ich, oder? Ja. Muss ich den Scanner natürlich auch mal in die Hand nehmen. Machen wir das mal. Bestimmt nicht mehr genug Platz im Inventar, richtig? Ah, ne, doch. Geht alles noch? Ja, ja, Ramsch, Ramsch, Ramsch. Ramsch die Damsch. Will er mich hier wieder schnecken hier. Leg das mal alles rein. So, jetzt ist die Seemotte voll. Hörst du mal auf, ey? Unfassbar. Dieses Zutrauliche. Sie wollen, glaube ich, nur spielen. Ja, sie wollen nur knuddeln. Knuddeln und knuddeln wollen sie.
Muss ich mal gucken. Da unten ist noch eine Ablagerung. Ah, schade, kein Kupfer. Kein Kupfer, kein Kupfer. Ich nehme das hier jetzt noch mit. Wir brauchen auch viel Titan und so. Das passt schon. Und da, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Hier ist noch ein Knubbel, den nehmen wir auch noch mit. Ah, das ist Titan. Okay, Inventar voll, alles klar. Sicher, dass es ganz voll ist? Ah, ich habe noch 3 Slots frei. Hier machen wir noch. Genau, Kupfer, wichtig. Hier nochmal. Kupfer, wichtig. Okay, ich glaube, das ist jetzt auch erstmal genug. Und den nehmen wir noch mit. Jetzt wäre ich gierig und dann ist es in der Regel zu spät. Okay, dann können wir jetzt loslegen. Dann fahren wir jetzt zurück, würde ich sagen. Wir haben jetzt die Ressourcen, glaube ich, auch schon im Großen und Ganzen, die wir für den Zyklop brauchen. Sehr viel mehr braucht man da eigentlich gar nicht. Man braucht halt 4 Plastahl, 3 Barren, 3-mal emailliertes Glas. Dafür haben wir jetzt die Pirscher-Zähne. Wie gesagt, Computerchip, glaube ich, noch. Kabelsatz, erweiterter halt. Dafür braucht man, glaube ich, auch den Computerchip. Und dann war es das auch schon. Auch dafür habe ich eine Folge gebraucht, um das alles zusammenzumachen. Also ich habe quasi das Finden des Zyklopen, Blueprints und das Sammeln der Ressourcen jetzt in einer Folge abgehakt. Das ist Effizienz. Der Wahnsinn. Also ich habe quasi eine Trockenübung gemacht in Subnautica. Oh mein Gott. Naja, wie gesagt, es kommt alles nur der Flüssigkeit des Let's Plays zugute. Im wahrsten Sinne, denn es läuft jetzt auch flüssiger. Ich habe nicht mehr diese sehr extremen Hakler, wenn ich hier lang fahre. Das ist doch auch ganz gut eigentlich. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne ist an dieser Stelle auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Und dann bauen wir den Zyklopen. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.